Herzlich willkommen zu diesem kleinen Vorstellungsvideo für die Nachwuchsgruppe Top Composite, topologieoptimierte und ressourceneffiziente Composites für Mobilität und Transport. Ich möchte mich gerne zunächst kurz selbst vorstellen. Mein Name ist David May, ich bin studierter Wirtschaftsingenieur und jetzt seit 2012 am Institut für Verbundwerkstoffe. Damals am Beginn habe ich zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Programmbereich der Verarbeitungstechnik angefangen und schließlich im Jahr 2015 über das Imprägnierverhalten von technischen Textilien promoviert. Und seit Januar 2016 leite ich nun schon am Institut für Wundwerkstoffe das Kompetenzfeld Imprägnier- und Preform-Technologien, bin Habilitant an der Technischen Universität Kaiserslautern und in diesem Zusammenhang auch Lehrbeauftragter der Technischen Universität Kaiserslautern für die integrierte Produktentwicklung mit Faserkunststoff verbunden. Und zusätzlich dazu ist mein neuer Schwerpunkt seit März 2020 die Leitung der neuen Nachwuchsgruppe, um die es heute geht, und die möchte ich jetzt im Folgenden etwas näher vorstellen. Innerhalb der Förderschiene gab es verschiedene Sektoren, die man adressieren konnte, zum Beispiel Medizintechnik, und die Nachwuchsgruppe Top Composite ist im Bereich Mobilität und Transport positioniert. Durch ihr enormes Leichtbaupotenzial sind Faserkunststoffverbunde natürlich ideale Werkstoffe für diesen Bereich Mobilität und Transport und können daher eine Schlüsselrolle spielen bei der Umsetzung von zukünftigen nachhaltigen Mobilitätskonzepten zum Beispiel. Indem das Gewicht der Transportmittel reduziert wird, kann die Reichweite gesteigert werden, zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen, die sehr schwere Batterien mitführen müssen. Zudem können die Nutzlast und auch die Passagierkapazität gesteigert werden und auch sowohl der Fahrkomfort als auch Sicherheit. Andererseits bedeutet eine Gewichtsreduktion auch, dass der Verbrauch und damit verbunden die Schadstoffemissionen reduziert werden können, und vor allem kann durch den Einsatz von Faserkunststoffverbunden potenziell die Gewichtsspirale umgekehrt werden. Aber einem breiten industriellen Einsatz von Faserkunststoffverbunden stehen in diesem Bereich Mobilität und Transport oft vor allem die vergleichsweise hohen Kosten für Faserkunststoffverbundbauteile und der Mangel an Recyclingkonzepten, industrialisierten Recyclingkonzepten und dementsprechend der Mangel an Nachhaltigkeit gegenüber. Mit meiner Nachwuchsgruppe verfolge ich das Ziel, einen neuartigen Faserkunststoffverbund zu entwickeln, speziell für Mobilitäts- und Transportanwendungen. Und der soll die Potenziale dieser Werkstoffgruppe möglichst ganzheitlich ausschöpfen. Das heißt, er soll nicht nur maximal leicht sein, sondern auch nachhaltig und wirtschaftlich zu fertigen sein. Und um das zu erreichen, sollen alle Entwicklungen innerhalb der Nachwuchsgruppe drei grundlegenden Prämissen folgen. Erstens, der Materialeinsatz im Bauteil soll unter gegebenen funktionellen Anforderungen minimiert werden. Dazu soll das Bauteil topologieoptimiert ausgelegt werden. Es sollen also die Lastpfade identifiziert werden und die Fasern dann genau dort positioniert und der Kraftrichtung entsprechend orientiert werden. Das erhöht natürlich vor allem das Leichtbaupotenzial, aber auch die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit, weil eben weniger energieintensiv herzustellende und teuer einzukaufende Kohlenstofffasern benötigt werden. Um eine hohe Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu erreichen, muss ich aber auch dafür sorgen, dass ich auf dem Weg zum Bauteil hin keine großen Abfallmengen produziere, beziehungsweise unvermeidbaren Abfall wieder nutzbringend in mein Bauteil reintegriere. Das ist also die zweite Prämisse, denn nur dann erreicht man tatsächlich eine Nachhaltigkeit. Und die dritte Prämisse dient vor allem der Wirtschaftlichkeit. Wir setzen in der Nachwuchsgruppe direkt auf Basis von grundlegenden Eingangsmaterialien an, wie Faserbündeln einerseits und verschiedenen Kunststoffvorstufen andererseits, um so preissteigernde Halbzeugstufen wie die Gewebeherstellung oder eine Vorimprägnierung zu umgehen. Diese Folie hier zeigt das technische Gesamtkonzept, das in der Nachwuchsgruppe verfolgt werden soll. Im Großen und Ganzen besteht das Konzept in der kraftflussgerechten Ablage von Rovings, also Faserbündeln, die inline mit einem duroplastischen Harzsystem der späteren Matrix imprägniert werden. Der erste Schritt besteht darin, den Bauraum und das dazugehörige Lastkollektiv zu betrachten, also zu schauen, welche äußeren Kräfte wirken wie auf das Bauteil. Und in einem zweiten Schritt wird dann untersucht, wo die Hauptlastpfade im Bauraum liegen, entlang derer die Kräfte im späteren Bauteil übertragen werden. Und dann wird quasi versucht, die Struktur entlang dieser Hauptlastpfade so zu gestalten, dass unbelastete Bauteilbereiche entfernt werden können. Das Ganze nennt sich Topologieoptimierung und dabei ergibt sich als Ergebnis typischerweise eine fast organisch wirkende Netzwerkstruktur, wie man sie beispielsweise aus dem Inneren von Knochen kennt, die sich beim Wachstum an die vorherrschende Belastung anpassen. Mein Ziel ist es nun, diese Struktur bestmöglich durch eine Faserkunststoffverbundstruktur abzubilden. Und dafür möchte ich das von mir entwickelte Konzept des Nassfaserlegens umsetzen, was hier zu sehen ist. Hier gibt es ein System, diese blaue Box hier,
das auf der einen Seite Rovings, also die Faserbündel, einzieht, diese dann imprägniert und hinten wieder kontinuierlich als Endlosstrang quasi ausschiebt. So ein System könnte man beispielsweise an Knickarmroboter oder an ein Portalsystem montieren und die Rovings dann richtungs- und positionsvariabel ablegen. Und zwar nicht nur entlang von geraden Strecken, sondern weil der Roving eben auch biegeschlaff ist, der getränkte Roving, entlang von Kurven oder in Schlaufen. Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung von dem Prozess ist es, eingangs prozesssicher die Kraft, die Abzugskraft zu erzeugen, die für die Imprägnierung erforderlich ist und für den Transport vom Roving bis zu der Ablagestelle, während der Roving ausgangs quasi eben spannungsfrei ausgeschoben werden soll. In dem Zusammenhang wurde ein Patent angemeldet für eine spezielle Anordnung von angetriebenen Walzen, die man hier sehen kann. Diese spezielle Anordnung von angetriebenen Walzen nennen wir Eutler Einerbeinheitheit und die nutzt die Seilreibungseffekte aus, die von der Euler-Eitelbein-Gleichung beschrieben werden und erlauben es letztlich, die Spannung im Roving beim Transport hier über die angetriebenen Walzen so weit herabzusetzen, dass im Systemausgang eben nur noch minimale Abzugskräfte erforderlich sind, die dann ohne Gefahr einer Roving-Schädigung aufgebracht werden können. In der Tat ist es so, dass schon bei der freien Länge am Ausgang von 30 bis 40 cm sogar schon die Gravitation ausreicht, um das System schlupffrei betreiben zu können. Das duroplastische Harz muss chemisch vernetzen, was dem Konzept entsprechend innerhalb einer Presse erfolgen soll. Das kann man hier sehen. Dabei greifen wir einerseits auf ein Schalenkonzept zurück, das heißt, wir haben ein Schalenwerkzeug, um eine paralysierte Ablage zu ermöglichen, Stichwort Wirtschaftlichkeit. Außerdem soll ein dickenadaptives Werkzeug entwickelt werden, welches erlaubt, Bauteile auf unterschiedliche Lastszenarien auszulegen, ohne dass gleich ein neues Werkzeug benötigt wird. Es geht also um das Thema flexible oder auch individualisierte Fertigung, die es erlaubt, beispielsweise ein Fahrgestell auf Motorgröße bzw. Gewicht abzustimmen. Und am Schluss haben wir dann eben unser neues Material getauft, den Top Composite. Es stellt sich aus meiner Sicht sehr deutlich dar, dass die Umsetzung des Konzepts eine interdisziplinäre Herausforderung ist, die Entwicklung in den Bereichen Prozess, Bauweise und Materialien erfordert, und zwar von den Grundlagen bis zur Anwendung. Vor allem der Nassfaserlegeprozess muss hinsichtlich der Prozessrobustheit und Effizienz weiterentwickelt werden. Das heißt, der Roving muss mit hohen Geschwindigkeiten schädigungsfrei durch das System geführt werden. Um die Prozesse auszulegen und zu verstehen, wollen wir unter anderem numerische Simulationsmodelle aufbauen, anhand derer wir Parameter wie die Temperaturführung optimieren können. Für die Pressprozesse muss zum Beispiel die dickenadaptive Werkzeugtechnologie entwickelt werden. Und generell planen wir den Aufbau einerseits von Prototypen auf Laborebene und später im Projekt auch auf Industrieebene. Einerseits die Laborebene, um ein grundlegendes Prozessverständnis durch Parameterstudien aufzubauen und verschiedene anlagentechnische Entwicklungen ausprobieren zu können und andererseits Industriemaßstabsanlagen, um Skalierungseffekte zu untersuchen und die Verwertbarkeit zu fördern. Der Prozess soll es ermöglichen, eine neuartige topologieoptimierte Bauweise umzusetzen und diese Bauweise muss simultan entwickelt werden. Das heißt, eine vorgegebene Topologieoptimierung muss in prozesstechnisch realisierbare Legepfade übersetzt werden. Das erfordert beispielsweise, dass die Auswirkungen unvermeidbarer Ablagerfehler wie Welligkeiten bei der Radienablage auf die Mechanik durch Parameterstudien identifiziert werden und in entsprechende Materialkarten implementiert werden. Und zudem soll die Möglichkeit vorgesehen werden, funktionelle Elemente wie zum Beispiel Krafteinleitungselemente zu integrieren, beispielsweise die Schlaufenbildung. Schließlich müssen die im Prozess eingesetzten Materialien noch auf den Prozess und die späteren Bauteilanforderungen abgestimmt werden. Und das betrifft vor allem die zeit- und temperaturabhängigen Viskositätsverhalten vom Harzsystem, das eingesetzt werden soll. Um die Nachhaltigkeitsprämisse umzusetzen, soll der bei der unvermeidbaren Besäumung des Bauteils nach dem Prostprozess entstehende Frässtaub in das Harzsystem reintegriert werden, was sich dann natürlich wiederum auf das Viskositätsverhalten auswirken wirkt. Neben dem Harz muss natürlich vor allem das Fasermaterial betrachtet werden, geeignete Rovings müssen qualifiziert werden, wobei wir hier nicht nur Neufasern anschauen, sondern auch Faserbündel, die aus wiederaufbereiteten Abfallfasern bestehen. Und schließlich soll auch noch ein System entwickelt werden, welches schon bei der Ablage eine spezifische Vorvernetzung ermöglicht, die dafür sorgen soll, dass die Fasern im späteren Pressprozess nicht verschwinden. Bei der Bearbeitung all dieser Themen ist die größte Herausforderung, diese wechselseitigen Einflüsse zu berücksichtigen.
Die Bauweise definiert natürlich, wie die Struktur idealerweise aussehen soll, aber der Prozess bestimmt eben, wie er aussehen kann. Und gleichzeitig definieren die Materialien die Randbedingungen für den Prozess. Und diese Interdependenzen gilt es zu berücksichtigen und dafür brauchen wir ein interdisziplinär aufgestelltes Team. Denn interdisziplinäre Zusammenarbeit ist an dieser Stelle der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung des Top Composite Scrum-Konzepts. Wie soeben dargelegt, benötige ich Konzepten aus den Bereichen Maschinenbau, Verfahrenstechnik, der Chemie bzw. Materialwissenschaften sowie dem Bereich Auslegung und Konstruktion. Und um darüber hinaus sicherzustellen, dass die Prämisse der Wirtschaftlichkeit im Fokus ist, benötige ich Kompetenzen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Innerhalb der Gruppe haben wir deswegen neben mir 3 weitere wissenschaftliche Mitarbeiter, je einer aus den 3 Aufgabenbereichen, und zudem haben wir Mittel für die Unterstützung durch Techniker und Hilfswissenschaftler. Es ist uns wichtig, dass die Nachwuchsgruppe wissenschaftlich auf einem hohen Niveau arbeitet, aber gleichzeitig auch wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse erzielt. Deshalb soll ein wissenschaftlich-industrieller Beirat die Gruppe über die gesamte Laufzeit begleiten, beraten und unterstützen. Dafür besteht dieser Beirat aus wissenschaftlichen Mitgliedern einerseits und Industriepartnern andererseits. Auf der akademischen Seite findet sich vor allem das IVW als die aufnehmende Einrichtung mit Professor Breuer als dem Geschäftsführer als Vertreter. Wissenschaftliche Kompetenz auf dem Gebiet der Harzsysteme und der Faserkunststoffverbunde wird außerdem auch von der Innomat GmbH eingebracht. Sie organisiert beispielsweise seit 2009 die internationale wissenschaftliche Konferenz Thermosetting Resins. Und bei der Innomat GmbH steht vor allem Frau Professor Monika Bauer zur Verfügung, die ehemalige Leitung der Fraunhofer-Einrichtung PYCO und außerdem emeritierte Universitätsprofessorin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Dann haben wir noch Professor Dr. Simon Bickerton von der University of Auckland in Neuseeland, ein Wissenschaftler, den ich sehr schätze, weil er fachlich hervorragend ist und gleichzeitig durch seine mehrjährige Tätigkeit bei BMW im Rahmen des E-Programms ein sehr gutes Auge für die Bedürfnisse der industriellen Serienproduktion von CFK aufweist. Innerhalb des Förderzeitraums plane ich einen 3-monatigen Forschungsaufenthalt an dem von ihm geleiteten Center for Advanced Composite Materials in Auckland, in dessen Rahmen ich dann auch die Forschungsergebnisse mit den dortigen Wissenschaftlern diskutieren werde, um frischen Input von außen zu erhalten. Auf der Industrieseite freue ich mich, mit der Advanced Composites GmbH ein Musterbeispiel eines im Bereich Mobilität und Transport tätigen Unternehmens dabei zu haben, das seit über 30 Jahren Faserkunststoffverbunde für Züge, Flugzeuge, Nutzfahrzeuge und auch Automobile entwickelt und fertigt, so beispielsweise den Seitenrahmen für den BMW i8. Die Firma Hexion ist der globale Marktführer für duroplastische Harzsysteme und wird in der Nachwuchsgruppe unsere Entwicklung bezüglich des Harzsystems unterstützen. Und schließlich haben wir noch die Industrievereinigung Verstärkte Kunststoff an Bord. Bei der AVK halte ich derzeit bereits ein Seminar zur ganzheitlichen Entwicklung von FKV-Bauteilen. Und als Beiratsmitglied dient uns die AVK als Multiplikator, um die Ergebnisse publik zu machen und Entwicklungspartner zu finden, nicht nur im Bereich Mobilität und Transport, sondern perspektivisch auch darüber hinaus. Anschließend natürlich noch die Danksagung an das Ministerium für die Förderung der Nachwuchsgruppe. Und dann möchte ich noch ganz besonders den vielen Kolleginnen und Kollegen am IVW danken, die uns bei der Beantragung und der Durchführung des Vorhabens unterstützen. Gerade weil wir eine interdisziplinäre Gruppe sind, brauchen wir sehr viel Input von außen und da sind wir bisher immer sehr wohlwollend aufgenommen worden. Daher nochmal vielen Dank an all die anderen Arbeitsgruppen am Institut für Verbundwerkstoffe. Die gesamte Nachwuchsgruppe dankt Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf eine sehr gute Zusammenarbeit. Dankeschön.